Begrüße alle wieder zu einem Video. Diesmal fange ich einfach mal an. So, ja, der Startknopf wurde betätigt von mir und jetzt kann ich nicht mehr zurück und darf mir irgendwas einfallen lassen, was ich jetzt erzähle. So, ich hatte mir so ein Thema überlegt, doch irgendwie kam mir dann so eine Geschichte, ich glaube von Ganesh, in den Sinn, der so der Hüter der Schwelle ist, die Schwelle eben im Muladhara Chakra, wo der Yogi versucht zu beginnen. Es gibt ja viele Yoga- und esoterische Richtungen, die fangen dann mit dem dritten Auge an zu öffnen und gleich die Verbindung zum Göttlichen. Oder man arbeitet an dem Herzchakra, ich öffne mein Herz und so. Doch es gibt dann eine Schwierigkeit eventuell, und zwar die mangelnde Stabilität. Wenn wir zum Beispiel das Herz öffnen, uns öffnen, sagt die Freundin zur anderen Freundin, öffne dich wieder, du findest schon einen neuen Mann. Du kannst dich wieder verlieben, nachdem sie eben 5, 6 Mal gescheitert ist. Ja, öffne mal dein Herz, wenn du so Negatives erlebt hast oder noch schlimmer im Leben traumatisiert worden bist. Das ist schwierig. Man öffnet sich und dann hat man Angst. Was kommt dann? Was passiert dann? Und das Wichtigste im Leben, bei jedem Samenkorn, bei jeder Pflanze, sind die Wurzeln. Und die Wurzeln in der Yoga-Philosophie sitzen im Muladhara-Chakra. Das sind die Roots, die Wurzeln des Menschen. Natürlich denken viele, naja, wenn ich gleich mich mit dem Göttlichen verbinde, dann ist es einfacher. Nein, ist es nicht. Denn wir haben uns auf diese Welt inkarniert. Wir haben uns das rausgesucht. Oder Gott hat uns die Aufgabe gegeben, in der Welt zu lernen. Das heißt, wir müssen uns mit der Welt, mit dem Unten, mit der Basis, und zwar mit den Füßen beschäftigen, dort wo wir stehen. Das ist die Wurzel. Und wenn man nur im Göttlichen schwebt, verliert man den Boden unter den Füßen. Wir haben nun mal in der Materie, ob man sie möchte oder nicht, die Aufgabe, gewisse Themen zu lösen. Denn nur in der Materie kann unser Körper, unser Geist begreifen, verstehen, was da passiert. Das heißt, wir müssen uns um das Feinstoffliche, um das Materielle kümmern, um das Göttliche kümmern, also auf allen Ebenen. Und das Wichtigste, jeder Baum weiß, intuitiv, stärke die Wurzeln, sonst ist die Krone oben nichts wert. Das Kronenchakra ist nur so viel wert, so stark wie das Muladhara-Chakra ist. Wie oben, so unten. Wenn ich unten nicht verwurzelt bin, kann ich oben nicht verwurzelt sein. Wenn ich unten nicht verwurzelt bin, kann ich mich oben nicht verwurzeln. Das ist einfach so. Und der Geist denkt zwar immer, ja, alles ist gut, alles ist schön, es ist eh alles göttlich, doch man merkt im Leben, den Körper braucht. Den Körper haben wir. Und wenn man Schmerzen hat oder Hitzewallungen oder Infekte, dann müssen wir uns auch um diese Dinge kümmern, um sie zu beseitigen, durchzustehen und so weiter. Es gehört dazu. Und unten im Muladhara Chakra beginnt der Yoga, beginnt das Leben bei den Wurzeln. Wenn man es in diesen Lebensjahrsitten gemäß der Anthroposophie aufteilt, dann haben wir die Jahre 0 bis 7. Eben in diesen Lebensjahren, so bis zum 5. glaube ich, werden essentielle Wurzeln gesetzt im Leben. Und wenn man dort in der Familie zum Beispiel negative Dinge erlebt, traumatisierte Dinge, auch während der Schwangerschaft beispielsweise, dann beeinflussen die mein ganzes Leben und dann kann ich noch so viel im Göttlichen schwelgen, wenn diese Wurzelthemen nicht beseitigt sind.
geht mein Blick irgendwann immer wieder in die Materie. Zum Schauen, hey, guck hin, löst dein Thema. Es ist oft sehr unangenehm, ich weiß, um sich mit den Wurzeln, mit dem Leben an sich zu beschäftigen. Man kann sicher sagen, ja, Yoga ist gut, befreit, Befreiung, Gedankenruhe, doch da ist man noch nicht. Wir müssen erstmal sozusagen im Leben Ruhe schaffen, ein stabiles Leben. Und zwar nicht im Außen primär, sondern im Inneren, dass wir mit der Welt zurechtkommen. Und Menschen, die beispielsweise so sagen, sie sind hochsensibel, das ist eine gute Sache, weil man kriegt viele Dinge mit. Aber wenn diese Masse an Informationen einen überfordert, dann heißt es nichts anderes, als dass wir die Wurzeln stärken müssen. Es ist eine besondere Fähigkeit, wenn man sensibel ist und viele Dinge wahrnimmt. Doch manche drehen dann eben ab, geistig durch, kommen nicht zurecht, weil sie nicht stabil stehen im Leben. Und so ist es immer die Wurzel, die gestärkt werden muss. Und wer weiter im Yoga kommen möchte, muss dann eben dieses Muladhara Chakra öffnen. In der Sushumna, in diesem mittleren Energiekanal, der dann hinauf zum Kronen Chakra geht. Und dort sitzt die Gottheit Ganesh oder Ganesha, den kennen viele, den Elefantengott. Und wenn man Yoga macht, wenn man Yoga lebt, dann erfährt man, dass das nicht einfach ist. Ganesha testet einen immer wieder. Es ist ein Lehrmeister, ein ja, gnadenloser Lehrmeister. Der applaudiert nicht, wenn man was gut macht, sondern er sagt immer noch, hey, guck mal, da ist noch was und noch was und da ist noch was und da ist noch was. Ja, ist sehr spannend. Und das ist der Hüter der Schwelle, der Hüter des Muladhara Chakras. Da muss man erstmal durch und der prüft, okay, willst du da durch? Willst du wirklich da durch? Jetzt habe ich hier so ein Bild, muss ich mal wegmachen. Ja, willst du wirklich da durch? Und dann macht man Yoga, will dann in das Göttliche, vielleicht in den Himmel hinein. Und da steht er dann da und fragt, hey, willst du wirklich in den Himmel zum Göttlichen? Ja, möchte ich gerne. Ja, magst du nicht lieber wieder zurück auf die Erde? Du wirst, ich schenke dir viel Geld, du bist berühmt. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ja, nehme ich, komme ich wieder auf die Erde, habe viel Geld, bin berühmt, um dann zu lernen, dass das auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Der Nächste will in den Himmel, Ganesha fragt wieder, na, willst du hinein in den Himmel? Ja, ich will dort hinein, unbedingt. Unbedingt, ja, nicht wieder auf die Erde. Du bist ein berühmter Politiker, du hast viel Macht, du kannst viel bestimmen. Du bist der Beste. Ah, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, nehme ich. Schwupp, kommt er wieder auf die Erde. Und nur der, der dies alles aufgibt, auch im Yoga, man muss viel aufgeben, sagt man, um in den ja, Himmel, in das Göttliche, jede Religion, Philosophie sagt es ein bisschen anders, zu kommen. Man muss etwas aufgeben. Und man hat den Eindruck, ich muss was hergeben. Ahimsa, Gewaltlosigkeit, ich sollte kein Fleisch essen, ich sollte Reinigungsübungen machen, ich sollte zufrieden sein. Ja, man denkt als irdisches Wesen, da nimmt mir jemand was weg. Ja, natürlich nimmt mir jemand was weg im Yoga. Aber ich bekomme ja viel mehr. Und das Gute ist, es nimmt ja keiner weg, denn es ist freiwillig. Ja, freiwillig viel Ballast, Brimborium, Reichtum, Macht einfach loslässt. Keine Wünsche mehr, dann kommt genau das, was man bekommen soll, um zu lernen. Um sein Karma zu reinigen, um den Körper zu reinigen, um die Seele zu reinigen. Um dann eigentlich alles zu bekommen, was das Universum parat hat.
Und das Universum weiß genau, was ich brauche, dass es mir gut geht, dass ich frei werde. Doch als Mensch hat man immer das Gefühl, ich darf das nicht, ich darf das im Yoga nicht, ich darf nicht. Stimmt gar nicht. Es ist ja freiwillig. Und man kennt die Diskussion, darf kein Fleisch essen. Oder in einem Fernsehinterview hat jemand gesagt, ein ganz bekannter Yogalehrer, ja, ich habe das und das probiert, es hat mir aber nichts gebracht. Der Körper kann sich alleine reinigen. Das stimmt gar nicht. Der Körper kann sich nicht so sehr alleine reinigen. Und in der heutigen Zeit, wo man so viel Scheiße aufnimmt, an Informationen, an Nahrungsmitteln, die es gibt, muss der Körper ab und zu gereinigt werden durch Fasten, durch die Shatkarma im Yoga und so weiter. Und so sieht man, es ist nicht einfach. Doch der Geist gaukelt immer wieder vor, das geht so und das braucht man eigentlich gar nicht. Ja, und so stecken viele Menschen dann fest und haben dann Sorgen. Wo ist das Vertrauen der Yogis heutzutage in dieser Krisenzeit? Es ist nicht so, wie es erzählt wird. Viele drehen am Rad, weil man nicht unterrichten darf. Wie geht es weiter? Ja, das ist so irgendwie, das ist der Test. Vertrauen. Kann man den Virus ansteckend oder nicht und so weiter. Es gibt ja Diskussionen, auch im Yoga, vielleicht da noch mehr. Diskussionen, Streitereien und dumme Aussagen, die man eigentlich sich sparen könnte. Ja, weil man keine Wurzel hat, die Angst hat, dieses innere Vertrauen. Der Körper von innen sagt mir genau, was jetzt zu tun ist. Maske auf, Maske nicht auf, der Körper sagt es ganz genau, was los ist. Der Körper sagt, ist das nicht, ganz genau. Nur der Mensch hört oft nicht hin. Weil er Angst hat, die Wissenschaft sagt so, die Ernährungsphilosophie sagt so und die Wurzel ist nicht da. Der Körper weiß alles. Dann bitten manche Gott um einen Parkplatz. Ich weiß nicht. Gott ist, so denke, das mächtigste Wesen oder Brahman oder Allah oder wie man es auch nennt, spielt gar keine Rolle. Es ist das größte Wesen, was es gibt, das Universelle, das alles ja, in der Hand hält. Und dem möchte man sagen, gib mir einen Parkplatz. Ja, es ist schon sehr irrsinnig. Ich würde Gott nicht um irgendwas bitten, weil er genau weiß, was für mich gut ist. Nur, das Ego redet uns immer etwas anderes ein. Das ist gut und dann dies machen und so ein Chakrastein umhängen, das ist alles gut. Aber es baut keine Wurzeln auf. Die Wurzeln, da muss man durch. Wie der Gärtner, der muss dann schaufeln und gießen, sich um den Garten kümmern. Wer eine Oma hat, kann ja mal fragen, wie viel Arbeit ein Garten macht. Und der Garten der Seele, des Wesens, dieser feinstoffliche Garten, der braucht noch viel mehr Aufmerksamkeit als der Normalgarten. Und trotz allem, egal wie sehr man sich bemüht, man hat nie alles in der Hand. Es ist immer göttliche Gnade, göttliche Fügung mit dabei. So, Ganesha macht also, schafft also, dass wir uns verwurzeln können, indem er uns immer wieder testet und Schwierigkeiten in den Weg stellt. Die einfachen Dinge, das ist nicht so gut zum Lernen. Das kann man. Aber die schwierigen Dinge, das ist Lernen pur. Wenn man schaut, wenn man nicht mehr weiß oder niemanden fragen kann, was mache ich jetzt? Wo man so wie plötzlich keinen Durchblick mehr hat und man dem Körper, dem Leben vertrauen muss. Dann sieht man, wo die Wurzeln sind. Und das ist gut so, denn dann kann man wieder Wurzeln beginnen aufzubauen. Und das ist eben von der, wie sagt man, von der Pike an. Ja? Das Kind lernt laufen, das lernt nicht erst Marathon laufen, sondern erst mal überhaupt krabbeln und dann aufstehen und dann Schritt für Schritt. Und nicht, es geht schon in die Schule alleine, obwohl es noch gar nicht laufen kann, das wird niemand machen.
Und ja, oder Patienten mit Schlaganfall, da würde man nicht sagen, so, jetzt gehen wir in den Garten. Nein, die können ja gar nicht laufen vielleicht. Sondern Schritt für Schritt, wie man es in Therapien macht, wie man es in der Schule macht. Einmal eins, eins plus eins, dann einmal eins und dann ja nicht Integralrechnung gleich am Anfang, mal den Rest, das ist ja easy, sondern Schritt für Schritt. Warum macht man es im Leben nicht? Warum will man so schnell vorankommen und alles Karmische beseitigen, ausradieren, abkaufen? Oder früher hat man ja sich von Sünden abkaufen können. Es ist sinnlos, denn man muss das selber machen. Und beim einen geht es schneller, beim anderen langsamer. Das ist immer von dem Leben verschieden. Doch das Wichtige ist Schritt für Schritt. Und dazu gehört auch eben diese Standfestigkeit. Wenn Schwierigkeiten kommen, nein, ich laufe nicht weg. Ich gucke hin, schaue, kann ich außen rumgehen? Muss ich außen rumgehen oder muss ich durch oder muss ich den Felsen abhacken 20 Jahre? Das muss man dann natürlich sehen. Doch man muss sich immer selber entscheiden. Und dazu gehört Vertrauen im Leben. Wie oft fragt man andere Menschen, hey, was denkst denn du? Oder man schaut ein Video, was sagt denn der Lehrer, was sagt der Meister? Aber das entbindet uns nicht von unserer eigenen Entscheidung. Wir müssen dafür gerade stehen, wie wir das Leben leben, wie wir es machen. Und wir müssen dafür gerade stehen, auch wenn etwas nicht so läuft oder schief geht, dann müsste der Mensch selber gerade stehen. Man hat die Verantwortung für sich selbst und für sein eigenes Leben. Das ist wichtig. Ja, Ganesha ist also so der Hüter der Schwelle. Das heißt, immer unten anfangen, Füße. Lerne erstmal stehen und dann kannst du beginnen zu lernen, wie man geht und rennt. So simpel, doch es wird in der eigenen Entwicklung oft nicht so gemacht, weil es sehr anstrengend ist. Weil man eben auch durch Schlaglöcher durchgeht, durch Morast und Sturm und Wind, nicht nur sonnige Zeiten. Ja, man kennt auch die Geschichte vielleicht aus der Bhagavad Gita, wo die fünf Pandu-Brüder, sozusagen die Guten in der Geschichte, den Krieg gewonnen haben, das Königreich zurückbekommen haben und nach einiger Zeit des Regierens die Macht wieder abgeben. Und sie geben dann die Macht ab, wollen zurück zu Gott, ins Himmelreich und gehen dann zu einem Berg, ins Himalaya, glaube ich, und laufen diesen Berg hoch und Stück für Stück, Schritt für Schritt sterben dann die vier Brüder. Von dem Ältesten, der heißt Yudhishthira, immer einer stirbt und bleibt sozusagen auf der Strecke, weil er den Weg nicht schafft. Erschöpft brechen sie dann nacheinander zusammen. Und während sie den Berg hochgelaufen sind, hat sie einen Hund begleitet. Und zum Schluss war dann nur noch der Älteste der fünf Pandu-Brüder übrig. Stand vor der Himmelstüre und der Hund stand neben ihm. Und dann hat der an der Pforte gemeint, ja, du kannst hinein, Yudhishthira, der Hund muss aber draußen bleiben. Und natürlich hätte er sagen können, ja, machen wir so, ich will ja da oben rein. Aber er hat dann den Hund nicht allein gelassen. Es war so wie eine Aufgabe, der Hund gehört jetzt dazu, den lasse ich nicht allein. Nicht, weil ich irgendwas will, weil es mir dann besser geht, ich bin dann im Himmel, sondern irgendwie, warum kann der nicht mit reinkommen? Käse, im Himmelreich hat doch jeder Zutritt. Ja, und dann ist er wieder zurückgelaufen. Und auf dem Weg zurück hat er seine toten Brüder dann gesehen und hat es aber nicht bereut, dass er nicht alleine oben in das Himmelreich hineingegangen ist.
Und irgendwann auf dem Weg hat sich dann dieser Hund gezeigt, wer es wirklich war. Und es war der Totengott Yama. Und er hat dann den fünf Brüdern das Leben wieder geschenkt. Er hat gesagt, Yudhishthira, es war gut, was du getan hast. Und dann sind sie alle ins Himmelreich gegangen. Ja. Man muss dazu stehen. Das sind die Wurzeln, was man denkt, was man macht. Auch wenn andere sagen, 10.000 sagen, das ist scheiße, was du machst. Ich mache das so. Ob richtig oder falsch, ich mache das so, ich lerne da draus und ich stehe dazu. Und viele andere Menschen akzeptieren das nicht. Und Menschen, die nicht verwurzelt sind, fangen dann an, ihre Meinung wieder zu ändern oder anzupassen. Ja, du hast dir recht und ja, ist ja gut und ja, irgendwie ja und ja, ja. Und dann merkt man gar nicht, wie man sich so wie ja anpasst oder ja fast schon verkauft. Nur das andere Denken, hey, der ist ja auch meiner Meinung irgendwo. Ja, das ist nicht immer richtig. Es gibt eine Grenze da, wo man zu sich stehen sollte in dieser Zeit. Und dazu braucht es Wurzeln. Natürlich die Wurzeln im Himmelreich. Aber wenn man am Boden keine Wurzeln hat, kann man mit dem materiellen Leben nicht umgehen. Das geht ja nicht. Das Göttliche ist feinstofflich, aber ich weiß nicht, was mache ich dann da unten? Ja? Oder wie man sagt, vielleicht manche Heilige, so Ramakrishna, zum Beispiel, der hat dann auch, glaube ich, Kehlkopfkrebs gehabt, hat trotzdem weitergeredet, es war ihm egal. Ja, aber dazu gehört schon viel Mut und Vertrauen und eben auch so diese göttliche Verbundenheit, die er dann gehabt hat auf anderem Wege. Aber der normale Mensch braucht im irdischen Wurzeln. Das ist einfach so. Man kann nicht einfach sagen, der Körper ist scheiße, den brauchen wir nicht, der geht eh kaputt. Das ist nicht richtig. Wir brauchen den Körper, bis wir dann verstanden haben, worum es vielleicht geht, weiß nicht, bin noch nicht so weit, um dann den Körper auch so wie ein Fahrzeug benutzen. Und im Leben würde niemand mit einem kaputten Motor fahren, mit einem kaputten Reifen fahren. Das würde niemand machen. Auch nicht mit dem schlechtesten Öl, sondern man würde ein Öl verwenden, das man sich leisten kann natürlich, aber dass der Motor lange hält, das Auto lange hält. Warum macht man es mit sich selber nicht? Diese Frage lasse ich einfach mal stehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.